Aber Ja, wo? aber wo? Glocker! Oh, ist ja schön. Warum musstest du nur das hier alles leben Alter! lassen? Ich will mir jetzt folgen. Ist Yael gesprungen? Ja, sie hat sie umgebracht. Seine Tochter war das, ne? Yael ist eine Frau, Ach Mikoto so. ist die Tochter. Ach so. Okay. Oh, da hängt wieder einer. Was? Ah, das ist ihre, Ist seine ein. Frau. Ja. Die hängen ja schon öfters. Ah, Foto. Okay. What the fuck? Jetzt verstehe ich es aber nicht. Ist es jetzt ihre Mutter? Nee, nee, Aber da aber. links liegt noch was, oder? Nee. Sah nur so aus. Achso, okay. Nee, das ist nicht ihre Mutter. Aber weil das ist ganz Es anders. sieht halt einfach gleich aus, so. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen unlogisch gewesen. Schon ein bisschen crank. Ja, also. Die wurde sich aufgehängt. Wieso? Findet man das noch raus? Wahrscheinlich schon, ja. Aber es geht hier um so viele Geschichten. Einmal dieser. Wer? Wo? War einer wieder vor dir, ne? Das ist irgendwie so ein alter Mann Boah, ist oder das so. schön, ey. Alter Mann mit Bart. Was sind noch die besten, gell? Die eine ist noch schön. Gerade drauf gelaufen. Super! Zwei Souverän! Fotos und fertig. Oh, 530 Seelen. Ich glaube, das Haben wir von ihm bekommen jetzt? ja, ich glaube, umso schneller man ihn tötet oder umso Stärker stärker das Start. Ja. der Schuss, ja, Mehr umso Seelen. mehr Seelen bekommt man. Das ist schon wieder so. Ich finde, die guckt immer so frech. Sehr frech, ne? Lass mal schauen, wie viel wir haben. Eine kurze Bestandsaufnahme, oder wie? 14.000 Seelen haben wir. 14.000, echt? Okay, das ist das hier Geschwindigkeit genommen. Ja, macht Geschwindigkeit, oder? Oh, Das das ist ist das ja der obere. Reich. Ist halt auch nicht schlecht, ne? Das heißt, man kann sich nicht so schnell verlieren, weil. Ja, vielleicht beschleunigt. Aber pass mal auf, Er wie viel haben vergrößert wir? Wir haben den 60. Erfassungskreis, den Bereich zum Einfangen von Geistern. Wir haben 14.000. Komm, dann machen wir den Bereich und nachher die Geschwindigkeit. Ne? Okay. 24.000. Sind hergekommen von da. Ja. Wir müssen wieder raus irgendwie, ne? Hast du mal durchgelaufen? Hä? Durch was sind wir da durchgelaufen deswegen? Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Da links jetzt, da müssen wir rauskommen, oder? Ah ja, beim Kimono-Raum. Dadurch. Ja. Ich glaube, das Spiel passiert Links schon. hat was. Ich glaube, das Spiel passiert schon auf so einer. Also nicht auf normalen Geschichte, aber auch Legenden so aus der japanischen Ich habe Geschichte. keine Ahnung. Also ich habe auch schon was gehört von solchen Ritualen und Es ist ja Hardcore, ja, wenn so im Mittelalter. Also ich denke schon, dass Früher, es, also früher gab es echt bestimmt so ich glaube nicht, kranke dass das Sachen. alles erfunden ist von dem Spielmacher, sondern dass es schon auf so Legenden und Geschichten beruht. Schon. Also kann man sich echt gut vorstellen. Ja. Vielleicht gab es Welches. doch sowas mal früher. Also es ist nicht so, Früher natürlich nicht war Geister, aber ich meine halt, es bestimmt so krank, dass die Leute einfach dass so die. geopfert worden sind. Ja. Ich meine, schon allein die Hexenjagd Ja in klar. Europa, weil Hier Tausende von alle Frauen, Rothaarigen. Wurden einfach verbrannt. Ja. Und die haben sie getestet, die haben sie unten mit dem Käfig unter Wasser getaucht und haben gesagt, wenn sie stirbt, dann beweist sie, dass sie ein Mensch ist, ne? Und wenn sie am Tor steigt, ist sie eine Hexe. Ja. Oder sie stürzen sie eine Klippe Ich runter. habe da so ein paar gesehen, die wurden einfach so befragt, bist du eine Hexe? Haben sie Nein gesagt. Dann wurden sie halt eingesperrt und so lange gequält, bis sie Ja sagt. Das ist einfach so gut. Wie hart, ne? Da unten ist die
Cola-Dose, was auch immer. Das Album, das ich von Mondobservatorium aus gesehen habe, liegt auf dem Boden. Kein Album, da Bilder drin. Der hat sie da seine Frau gehört gefunden. Gegen die AI kämpfen. Oh Gott. Please! Ah, nein, bitte! Alter! Oh nein! Bist du nicht so schnell, Frau? Oh, wie viel Energie sie hat. Bitte, ey. Ich seh dich ein bisschen zu schnell. Arnold, nimm den starken Film rein. Sie einfach überfallen. Mach. Foto. Alter, das ist so stark. Boah, wie ein starken Film, Alter. Wirklich, das ist ein... Der hat ja echt aber nicht viel starken Film. Weil wir haben schon lange nicht mehr gespeichert und da haben wirklich wenig Energie. Oh, wir hätten echt speichern gehen sollen. Ja. Deswegen, Wir haben nur noch Ding. Ein Steinspiegel haben wir auf jeden Fall noch. Ja, das heißt, wenn es einmal erwischt, ist eh fertig. Dann ist der Steinspiegel... Oh, Alter, rein. Das müssen wir jetzt überleben, auf jeden Fall. Alter, sie ist wirklich schnell. Fuck, ich sitze in der Falle. Und ich mach's so geschafft. Du. Ich glaube an dich. Lalalalalalalala. Ey, ganz easy. Links. Links, ah. Fuck you, du schneller fucking Geist. Ey, ganz ehrlich, gell? Kannst du nicht einfach mal ruhig bleiben? Aber wie lauft sie denn bitte? In jeder normalen Mensch würde anders rennen. Boom, bam! Boah, ja, Mann, so geht es. Du kannst noch zweimal zurückstoßen, ne? Für so einen Gegner kann man jetzt wirklich nutzen. Boah, sehr schön. Nein! Nachher wir es nicht. Abgehauen? Nee, gleich. Da ist sie. Ich bin schon oben runtergesprungen. Bums. Jawohl, cool, geht, und dann den Film gleich wieder wechseln, wenn du bist. Okay. Was hat der geklingelt? Was ist das? Ich geh mal kurz an die Tür. Ich übernehme hier kurz und warte einfach, bis der andere wieder da ist und unterhalte euch so lange. Ja, genau. Also muss kurz an die Tür. Sowas kann passieren. Also, warte auf den Arnold. Jetzt kannst du nur noch um die Lücke handeln. Schon wieder da ist. Ich höre ihn schon wieder. Kollege? Oh. Ich habe nicht weitergemacht. Wieso nicht? Aus Angst. Warte, ich muss erst mal hier alle. Stöpst du dich mal wieder ja, rein? Ja, scheiße, ich voll das Geschmuschel jetzt gerade. Ja, das kann man verkraften. War gerade der Postbote. Ah, der Postbote? Ja. Hast du ein Paket bekommen? Zwei riesige Pakete, oh. Ah, was auf dem Foto der Geister sind eine Reihe von Puppen. Ja, du hast ihn jetzt auf jeden Fall vernichtet. Ist es jetzt ein Puppenraum dann? Es geht erstmal speichern, ne? Ja, der Witz. Ich habe da gegeben, oh, 285 Seelen, ne? Das ist bitter. Ich hab gleich noch davor noch ein paar Seelen. Aber du gleich mal den Film wechseln, ne? Ja. Dann haben wir wirklich den absolut teuren Film drin. Wo ist meine Tochter hin? Ja, keine Ahnung, wo sie hin ist. Ist mir doch scheißegal. Machen wir den Billigfilm rein, oder? Ja, da haben wir noch 3 Schuss. Drei Schuss, lohnt sich nicht. Ey, ganz ehrlich, wir müssen echt langsam gucken, ne, wegen Film. Also, ich meine, wir haben noch, aber. Am Anfang haben wir voll viele gefunden und jetzt aber mal nichts mehr. Was ist das? Ja, ist Abschiedsbrief. Thank you. Abschiedsbrief. Lieber Ryotsu, es ist alles meine Schuld. Das ist nur passiert, weil ich Mikoto die Kamera an jedem Tag benutzen ließ. Und jetzt haben sie böse Geister mitgenommen. All das ist allein meine Schuld. Es tut mir so leid. Ja, ist echt deine Schuld. Was? Mädchenfoto. Mädchenfoto, Dämonen. Mann! Terminfoto. Foto. Kirie. Ich habe 3 Fotos in die Akte gibt. Keine Mädchen, das ist Kirie. Die haben ja schon besiegt, die Kirie, oder? Nee. Nicht? Haben nicht gegen die Kirie gekämpft? Kirie ist die Seiljungfrau. Ah. Aber auch dieses kleine Mädchen im Kimono, im weißen Kimono. Die uns hilft? Ja. Okay.
Ah nein, das war ein Schatten rechts. So, jetzt gehen wir erstmal speichern, wie weit der Speicherraum ist. Ja, ich weiß nicht. Nur guck nochmal auf der Karte. Hier ist der Raum mit dem ganzen Kerzen. Drück die Tür schneller auf, Frau. Echt, ohne Witz, gell? Aber wir belegen ja mal so ein Horror-Game. So, ich sag mal, aus wie das so ähnlich ist mit der heutigen Grafik aus der Ego-Perspektive und dann irgendwie mit Oculus Rift. Ha! Hä? Das wäre was, ne? Schön hier mit der Kamera. Boah, ich bin echt gespannt auf die Oculus Rift. Ich auch. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ah, die 300 Euro schon? 300 Euro, das ist kein Problem. Also für so ein Spielerlebnis, ganz ehrlich. Und wenn es da mal richtig Spiele dafür gibt, wird das richtig witzig. Wann kommen die? 2014 oder was? Ende 2014. Na, geht schon noch eine Weile, ne? Aber wenn wir die haben, machen wir auf jeden Fall ein Let's Play damit. Also mal gucken, wie das funktioniert. Wenn wir beide da sitzen. Aber echt. Was haltet ihr davon? Von der Oculus Rift? Wer davon schon gehört hat, von der neuen Virtual Reality. Ich denke, die meisten haben davon gehört, die das jetzt hier sehen. Hoffentlich. Es ging ja um die Welt. Ja. Also ich find's mega genial, auch wenn ich so nicht. Findet ihr das geil? Ist es eher unnützig? Also braucht man nicht. Sowas wie die PlayStation Move und so und Quatsch und Kinect und so. Ja, schon, also würde mich auch mal interessieren, ob ihr es gut heißt oder ihr sagt, nee, brauche ich nicht. Unnötig. So, irgendwo da. Man kann es ja dieses Jahr für Gamescom spielen, ne? Wir werden ja für Gamescom mit sein. Oculus Rift? Ja. Kann man spielen dort. Hallo, da fehlt eine Puppe. Da fehlt die Puppe, ja. Oh, da ist sie. Eine dicke Puppe. In der Reihe von Puppen ist eine erkennen, die sich die Augen bedeckt. Jetzt müsste ich echt eine Puppe suchen. Müssen wir eine Puppe suchen, die sich die Augen bedeckt. Ah, da hinten, guck mal, da hinten sind auch so Puppen. Vielleicht kann ich davon eine mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Was ist vorne und was ist hinten? Was? Nein! Bei Puppe wählen, Bereich gelassen. Klasse, die vier sehen total gleich aus. Das, kann man das jetzt sehen? Kann ich die von der Seite erstmal noch angucken? Was ist vorne, was ist hinten? Nee, ich kann gar nichts angucken. Komm, nimm mal eine. Gut. Was ist vorne, was ist hinten? Keine Ahnung. Ich blick's gerade überhaupt. Nimm mal irgendeine, komm. Was ist vorne, was ist hinten? Ja, aber welche muss ich jetzt nehmen, bitte? Wieso? Du hast Unrecht. Ja gut, wir kommen wahrscheinlich zum Ziel. Aber echt? Komm. Ich nehm's einfach dich, gell? Ja, wie? Du hast Unrecht, Arnold. Oh, sind wieder drei. Komm, aber welche muss ich nehmen? Die, die uns anguckt. Oder auch nicht. Nimm die da, ja. Ey, ganz ehrlich, komm, wir sind doch zwei. Ich hab keine Ahnung! Ja, aber nach was dem Kriterium wähle ich die scheiß Puppe aus? Scheiße, ich wusste es. Du hast die ganze Zeit gewusst. Also einer der Puppen hat sich... Kagomi-Puppe. Die sich die Augen zuhört. Was für eine scheiß Rätsel bitte, was war das? Einfach so mal klingen, bis du die richtige hast. Aber ey. Komm. Kagomi-Puppe. Ich habe die Kagomi-Puppe auf den Sockel gestellt. Die Schublade öffnet sich. Eine merkwürdige Maske. Oh nein. Wütende Maske! Was ist die? Ja, das ist ja wütend. Die habe ich schon woanders gesehen. War das in dem Tempel? Ja, weißt du, die sagt, ich habe schon woanders gesehen, aber sag doch gleich wo, Mädchen. Ey, ich habe doch nicht, waren die nicht im Tempel mal solche Masken? Nein, oder? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, wo waren diese Masken? Oh. Wo waren diese Masken? Ich weiß wo! Wo? Ganz am Anfang vom Spiel, am Eingang. Echt jetzt? Ja. Ah, natürlich! An der rechten Wand? Ja. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Jetzt, wo du sagst, da war diese Maske, ne? Ja. Ja. Stimmt, gut. Komm, funktioniert! Wahnsinn! So.
Erstmal speichern, ne? Hey. Aber hallo. Freunde, es geht echt gut ab. Ey, das hat mich an den Spielen immer früher genervt, dass man echt immer so einen seltenen Speicherpunkt hat und wenn man stirbt, ne, und mal vergessen hat zu speichern, wirklich eine Stunde nachholen muss und dann hat man keinen Bock mehr und schmeißt das Ding in die Ecke. Deswegen speichert man lieber diese eine Minute, die wir zum Speichern opfern. Ey, ganz ehrlich. Lieber, ich meine, selbst lieber die Minute. Wenn wir nochmal anfangen müssten das unsere Zuschauer ja nicht sehen, das würden wir auf Spiel machen. Natürlich. Aber für uns, ja, das ist halt ein ziemlicher Aufwand. What the fuck, ich hab's genau gesehen, da kommt ein Geist. Hau ab. Wo ist ein Geist? Hallo, wo ist ein Geist? Da. Seele studieren. Ach, das ist eine Seele, stimmt, du hast recht. Hallo? Ich glaube, der ist hinter dir. Alter, komm mal, der kommt da. Ey, der wartet da einfach, oder? Der hängt da. Er ist ein Bucky-Geist. So, komm noch ein bisschen, noch ein Stück. Ja, ganz ehrlich, das ist wie die. Was ist das? Keine Ahnung, das ist der Geist. Bucky-Geist. Tick. Boah! Ich bin mittendrin. Da hinten ist er. Da hinten ist sie. Schon wieder so eine. Ich hasse dich. Boah, ey, ganz ehrlich, gell. Tut mir leid, dass ich immer so früh drücke, aber. Ja, du kannst noch ein bisschen kommen lassen. Ganz locker. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Bam, fertig. Sehr gut. Was war das? Wir gehen mit unserer Energie so am Limit, gell? Ja, aber.